Okay, YouTube, ich hoffe, du bist bereit fürs 10.000 Abonnenten-Special. So bekommst du 15 Punkte im Deutschabitur 2018. Schreiben wir heute schon was auf. Heute sprechen wir mit Benedikt Held, dem Betreiber der Redefabrik, über seine Schulzeit. Ja, also ich fand, dass die Oberschuljahre tatsächlich eigentlich die schönsten beiden Schuljahre waren. Erstes Video hochgeladen, erstmal doppelt so viele Dislikes wie Likes bekommen, über Englisch, über den Sinn des Lebens geredet, all diese Sachen, einfach nur das gemacht, worauf ich Bock hatte, einfach nicht drüber nachgedacht, ich meine, mein allererstes Video. Du brauchst irgendeine Positionierung, du musst einfach dich auf eine Zielgruppe spezialisieren und dann für die alle Probleme lösen, die die haben. Ich habe extrem Bock auf Oberstufenschüler. Im November dachte ich mir dann so, hey, okay, irgendwie Abiturathleten wäre doch ein geiler Name. Da könnte man auch richtig was draus machen. Was geht ab, Abiturathleten? Was geht ab, Abiturathleten? Willkommen zurück, Abiturathleten. Willkommen zurück, Abiturathleten. Mein Name ist Leo Eckli. Mein Name ist Leo Eckli. Hier ist Leo, dein Abiturcoach. Hier ist Leo, dein Abiturcoach. Hier ist Leo, dein Abiturcoach. Und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und das bedeutet für euch, dass ab heute täglich, und ich meine wirklich täglich, Videos kommen, in denen ich euch mit meinen Erfahrungen helfe, einen Top-Notenschnitt durch die Abi-Prüfungen zu erzielen. Was geht ab, Abiturathleten? Hier ist Leo, dein Abiturcoach. Zeit für das nächste Level. Ihr wisst ganz genau, wenn ihr irgendwelche Videovorschläge habt und ihr euch die wirklich wünscht, dann gebe ich euch die euch meistens auch sehr, 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 sehr schnell. Um von Kopf an den Punkt zu kommen, dass du wirklich alles kannst. Wirklich 5 Stunden Hardcore damit verbracht, einfach nur Kommentare zu beantworten, Fragen zu lösen, DMs zu lesen, all diese Sachen. Es geht nur noch darum, dass du es machst. Das Mathe-Abitur 2018 steht vor der Tür. Also die beiden Videos sind richtig krass explodiert, weil natürlich am letzten Tag jeder nochmal schauen wollte, okay, gibt es noch irgendjemand auf YouTube, der mir irgendwie helfen kann. Mathe-Abitur-Tipps von mir, damit ihr morgen richtig gut abliefern könnt. Denn ein Abiturathlet, ein Athlet selbst, der denkt nicht darüber nach. Wie ich halt irgendwie das ganze, diese ganze Abiturathleten-Identität halt auch immer zusammenfasse. Setz dir ein großes Ziel, hab Spaß daran, auch irgendwie Leistung zu bringen und gut sein zu wollen und einen hohen Anspruch an dich selbst. Aber nimm es auch gleichzeitig nicht so ernst, sondern mehr als so eine Punktejagd halt. Und wenn du das im Abi umsetzt, hast du wieder den gleichen Effekt. Hier, Einstellung. Ich glaube daran, alles ist möglich. Du hast es wirklich, wirklich drauf. Vor allem, wenn du dich gut vorbereitet hast, dann gibt es wirklich nichts, worum über du dich kümmern musst. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wie gesagt, ich glaube daran, dass ihr die 15 Punkte schaffen könnt. Und in dem Sinne auch diesen Weg, denkt dran. Deswegen glaubt an euch, denn wie immer, ich glaube an dich. Deswegen in diesem Sinne, ich glaube an dich. Ich glaube an euch. Wir glauben immer an dich. Wir beide sehen uns im nächsten Video. 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 Dein Leo. Dein Leo. Dein Leo. Es sind einfach 10.000 Abiturathleten auf YouTube. Wie krass ist das denn bitte? Ich möchte mich an dieser Stelle natürlich ganz, ganz herzlich bei jedem Einzelnen davon, auch wenn ihr das Gefühl habt, ja, er sagt jeder Einzelne, aber trotzdem spricht er zu 10.000. Ich spreche trotzdem genau zu dir. Ich kann nur abschließend noch eine wichtige Sache sagen, und zwar liebe, liebe Community, liebe Abiturathleten. Das hier war nicht das Ende, sondern ist noch nicht mal der Anfang vom Anfang. In diesem Sinne, denkt dran, ich glaub an dich.